Jo und ein herzlich willkommen zurück zu Dying Light, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Crow. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Folge sind wir genau hier stehen, wie dem hier eigentlich verabschiedet. Und ihr könnt sehen, wir werden jetzt hier richtig was Großes starten. Dazu, dazu schmeiße ich erstmal... Mann, die kommen immer durcheinander mit den Schmeißen. So, wir brauchen jetzt erstmal... Erstmal brauchen wir brennflare Flüssigkeit. So, die schmeißen wir jetzt erstmal hin. Ah, die sind ja alle hier. Okay, alles klar. So, die müssen wir natürlich ein bisschen... ...bisschen herlocken. Was? Schwab. So, und dann schmeißen wir... So. Brennt! Alle Bremse. Ups, was war das? Ach, hier oben. Oh. Oh, der Gasmann brennt noch nicht. So, kriegt erstmal hier auf den Kopf. Gut, man sollte nicht so machen, ne? Also. So. Wo haben wir denn alle? Oh ne, da kommen noch ein paar. Hau ab mit dem scheiß Feuer. Haust du mal ab? So. Mal Waffe schnell reparieren. Oh, das war's aber jetzt, oder? Und den sammeln wir nur noch ein. Da können wir nämlich alles schön einsammeln. Haben wir richtige Horde kalt gemacht. Ah, das sieht schon nicht appetitlich mehr aus hier. Oh, die werden. Oh, guck mal hier. Das sehe ich zum ersten Mal hier mit den Fliegen und so. Dass die weiß werden. Ist ja richtig krass. Das war vorher noch nie. Dass die, Oh, richtig geil. Guck mal. Vor ein paar Tagen gab es nämlich ein neues Update von Dying Light. Und ich denke mal, dass das... Boah. Hau ab. Ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Denke ich mal. Also müsste eigentlich. Weil vorher war es noch nie so. Ist richtig cool. Also ist es noch ein bisschen echter alles. Weil die Fliegen kommen ja natürlich auch, wenn irgendwas kaputt ist. Ach, kaputt ist. Verdorrt oder verfault. Guck mal, guck doch mal. Sieht doch richtig geil aus, oder? Sieht schon richtig cool aus. Was noch, Ina? Gut, der hat auch seine besten Tage gesehen hier. Ich finde auch, die Waffen hauen jetzt viel mehr rein, oder? Kann das sein? Was? So, weg hier. So, wir können uns natürlich nicht um alle kümmern. Wir müssen jetzt aber auch mal ein bisschen durchrennen. Wir wollen ja noch ein paar Missionen machen. Oh, hier mal rüber gesprungen. So, wir müssen hier hoch. Ah, okay. Taschenlampe können wir ausmachen. Uah, alter Fuck. Bin ich fast runtergejumpt. Gut, da kommen wir nicht hoch. Gut, man hätte vielleicht hochkommen können, aber ich wollte jetzt nicht nochmal probieren.
So, erstmal hier hoch. So, mein Freund, dann funke erstmal unsere Chefin an. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Ja, das stimmt. Ja. Genau. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen. Ist die bescheuert, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's. Alter, was sind denn das für... Genau. Na, sowas sagt man nicht. Aber trotzdem, das ist doch scheiße, oder? Wir sollen das Mädchen ausliefern? Nur um, dit, um die Datei zu kriegen, was angeblich die Welt retten soll. Also mal ganz im Ernst, ja. Das ist doch ein Witz, ey. Hier ist ein riesen Müllheide. Ja? Ich meine mal, was soll denn das? Und dann ist das angeblich eine Hilfsorganisation. Eine Hilfsorganisation würde doch nicht andere Menschen... Ja gut. Naja, ist die Frage, ob die ganze Welt zu retten ist, ne? Oder ob, ob nur ein Menschenleben, ne? Aber trotzdem. Nee, wir können nicht so skrupellos sein, um, nur wegen der Mittel da. Das ist ja... Hier könnten wir auch nochmal einen Molotow schmeißen. Werden wir auch machen. So. Brennt. So. Wird alles in Nitro jagen. Oh, da kommt wieder so ein Runner. Den müssen wir gleich ausschalten. Da, guck mal, das ist neu. Das ist durch den Update. 100% ist das durch den Update. Komm rüber hier. Ja, komm. Komm. Fliegst du erstmal eine Runde, mein Freund. Komm. Ja, komm. Komm hoch, Mensch. Oh, kriegst einen Todestritt. Todestritt des Grauens, Junge. Hier sind aber so viele Zombies schon wieder, ja. Ich würde am liebsten mal die Autos alle durchkicken, ja, aber... Weiß ich auch nicht. Manchmal kann man das ja nicht alles machen. So, wo ist denn jetzt das Haus hier, was wir hier... Ach, hier. Aber die Waffen, ich finde, die Waffen hauen schon viel besser hin als vorher. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier hoch am besten. So, auf alle Fälle das Haus. Müssen bloß noch... Ach, Überlebende sind innen drinne. So, müssen wir bloß... Hier werden wir nicht hochkommen. Mal gucken, wie wir hier hochkommen. Den Keller haben sie hoch auf alle Fälle. Der wird aber auch zu sein. Jo. Also müssen wir irgendwie hier hochklettern. So, mal gucken. Ah, da kommen wir nicht hoch. Okay. Ne, bringt gar nichts. Bringt erstmal gar nichts. So, wenn wir hier jetzt hochklettern. Oh, fuck. Nicht geschafft. Hm. Müssen auf alle Fälle irgendwie hier hoch. Ah, okay. Haben wir geschafft. Alter, guckt euch mal den Turm da drüben an. Das ist unser Turm, ne? Oder? Nee. Unser ist da hinten. Oder? Ach, keine Ahnung. So. Ja, in aktiviert Sicherheitszone, ich weiß. Jetzt müssen wir bloß hier rein.
Das ist halt ein Problem. Wir müssen hier erstmal rein. Wie kommen wir denn hier rein? Na, hoch will er auch nicht. Scheiße. Wollen wir uns hier raufstellen? Nein! Ah, das war mir sowas von klar. Das war mir sowas von klar. So. Ach, hier ist eine Leiter. Er sagte doch. Und hier ist ein Zombie. Oh, du kannst liegen bleiben. Du kriegst gleich mal einen Tritt. So, schön. Wenn wir das von hinten. Ja, sag ich ja. Oh, da kommt keiner. So, ihr wollt euch halt mit mir anlegen, ja? So. Das war's, meine Freunde. Ihr legt euch nicht mit mir an. Nicht mit Crane, dem Monsterschlechter. So, ach, hier ist sie, genau. Jetzt schalten wir erstmal die Sicherheitszone ein. Machen wir erstmal Saft auf die Hütte hier. Ah, hier oben ist noch. Die sehen ein bisschen aus wie Skinheads oder sowas, ja. Runter mit dir. So, Sicherheitszone ist saved. Ach so, das alles. Ah, okay. Das ist nur hier oben so. Also, wir können ja nicht rennen in das Gebäude. Okay. So, dann würde ich sagen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Bringen Sie das Antizin zum Turm. Also, jetzt müssen wir wieder zum Turm zurück. Junge, Junge, haben wir eigentlich vor uns noch. Wo ist denn der Turm? Boah, der Turm ist hier hinten. Fuck, durch die halbe Stadt. Durch die halbe Stadt müssen wir. Aber ist kein Problem. Jo, es geht, Geronimo. Bam, bam. Oh, Dropkick. Zack. Ja, mittlerweile hat man das ja schon ein bisschen drauf alles. Ja, Stolperfall hin. Und dann zack. Tritt. So einzelne, die kann man ja schnell mal wegknallen, ja. Da passiert ja jetzt nichts. Ja, sag ich doch, da kommt schon was. Ich hab's schon gerochen. Ich hab's schon gerochen. Hm, da kommt schon wieder so einer. Die kommen ja immer gerne aus dem Gulli. Oh. Mit unserem neuen Combo aber. Ja, was heißt Combo, aber mit unserem kleinen Trick. Einfach Mauer hochklettern. Oh, hier ist ein Polizeiauto. Kriegen wir das vielleicht auf, ohne dass die. Alter Kacke. Also hier ist das Schlösser knacken auf alle Fälle sehr schwer. Wir haben es geschafft. Geil. Weh, da ist jetzt nicht drin. Nee. Die ist schlecht. Aber keine Zombies hier, ja? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Kofferraum ist zu. Ich dachte, vielleicht hat jemand eine Wumpe drin, aber nein. Was ist denn da los? Guckt mal. Leute. Hier haben sie die Zombies drin, die Kart. Hey, suchst du nach einer Schlägerei, Flachpfeife? Was? Oh ja, du sitzt in der Scheiße. Wie du willst. Du willst noch mehr? War das schon alles? Na klar, komm her, Junge.
Den machen wir noch. Alter, jetzt gibt's auch so ein Geräusch, ja? Guck mal. Umgefallen. Todesstoß? Der ist ja schon tot. Was hat der Hammer? Nee, der hat nicht jutet. Aber ist ja nur ein Fäustling. Was hat der Spaten? Auch nicht jutet. Können wir wissen, mal die Kiste. Nee. Hä? Ah, die Kiste wurde schon abgeholt. Haben wir uns. Nee, doch nicht. Wollte schon meinen. Also vielleicht kriegen wir noch ein Schloss auf. Die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber vielleicht schaffen wir den Schloss noch aufzuknacken. Komm. Gut. Braver Junge. Es läuft. Da haben wir einen Drinnen. Warte mal, wir können ja. Wir können ja im Inventar das schnell mal. Alles, was wir nicht brauchen. Hauen wir nämlich weg. So, dann brauchen wir. Die brauchen wir auf alle Fälle. So, nee, den nicht. Den können wir wegschmeißen. Und den Armeespaten. So. Und den haben wir hier auch noch. Der hat auch nur wenig. So, dann können wir das nämlich noch mitnehmen. Und da haben wir erstmal wieder ein paar Ersatzteile. Und dann würde ich sagen, würde ich mich hier für diese Folge verabschieden. Mal Pflanzen einsammeln schnell. Ja, dann würde ich sagen. Oh, was ist denn da los? Ne, wir gehen erstmal auf einen sicheren Punkt. Sicher ist sicher. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und teilt dieses Video. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin raus und.